Die letzten Monate des Jahres 2015 waren geprägt von einer riesigen Welle der Hilfsbereitschaft für die ankommenden Flüchtlinge. Eine freundliche, optimistische Stimmung hatte sich breit gemacht. Dann gingen die Übergriffe in Köln durch sämtliche Medien, nordafrikanische Intensivtäter in nahezu jeder Schlagzeile, auch von Flüchtlingen als Verdächtigen war die Rede. Wie ist die Stimmung jetzt? Was sagen die Helfer? Rostock, Parkstraße. In den Kellerräumen der Universität wurden bisher von Rostock Hilft Spenden für die Flüchtlinge gesammelt. Es herrscht aber jetzt sozusagen Spendenstopp. Aber nicht, weil niemand mehr spenden möchte. Das liegt hier unten dran, dass wir das Lager verkleinern müssen, weil wir ein paar Räume abgeben. Wir brauchen aber eigentlich zum Beispiel viel mehr Lagerraum für ganz andere Sachen. Wir bräuchten zum Beispiel gerade Möbel, um Wohnungen mit ausstatten zu können. Oder gestern waren wir in einer Notunterkunft, in einer sogenannten Notgemeinschaftsunterkunft, wo 70 Leute in der Turnhalle schlafen auf Pritschen. Das heißt, eigentlich müssten wir einen großen Spendenaufruf für Betten, Matratzen, Schränke starten. Ne? Das können wir hier nicht unterbringen. Eine Lagerhalle in Schwerin. 3500 Quadratmeter hat ein Unternehmer aus Hamburg zur Verfügung gestellt. Jede einzelne wurde benötigt für rund 10.000 Pakete mit Spenden. Seit September sortieren bis zu 15 Helfer am Tag, 8 Stunden oder länger in der Halle, die kaum zu beheizen ist. Auch syrische Neuankömmlinge helfen längst mit. Ja, das Ende ist in Sicht. Also wir hatten hier ja knapp 10.000 Pakete aus der ganzen Bundesrepublik, die hier in Schwerin aufgeschlagen waren zum Sortieren. Wir haben Ende Oktober damit angefangen und wir sind Ende Januar damit durch. Wir haben in der Größenordnung von noch vielleicht 600 Paketen zurzeit liegen. Ich gucke gerade so ein bisschen da hinten in die Ecke. Also 600 Pakete sind es noch. Und was jetzt die Aufgabe ist, mit der wir uns auch befassen, ist, dass die Spenden abfließen. Ein Grundproblem, es wird viel über, aber wenig mit den Betroffenen gesprochen. Und weil das so ist, melden sich diese mehr und mehr selbst zu Wort. Mohammed, Apotheker aus Syrien, lebt seit 3 Monaten in Schwerin und lernt fleißig Deutsch bei lokalen Hilfsinitiativen. Er möchte unbedingt eine Botschaft loswerden. Wie alle Flüchtlinge, Syrien-Flüchtlinge, gegen das, was es passiert in Köln. Wir achten die deutsche Kultur, deutsche Frauen. Mohammed und seine Freunde wollten außerdem eine große Aktion starten, um zu zeigen, dass die Flüchtlinge nicht die Feinde sind. Wir sind den deutschen Bürgern und der Regierung dankbar. Wir wollten auch eine Demonstration anmelden, um unsere Dankbarkeit zu zeigen. Aber die Polizei hat das abgelehnt, weil sie um unsere Sicherheit besorgt waren. Auch in Rostock muss man nicht lange suchen, um Flüchtlinge zu finden, die unbedingt zeigen möchten, dass sie sich ebenso von den Belästigungen distanzieren wie alle anderen. Your dignity is our dignity, your honor is our honor and your protection is from our protection, inshallah. Your risk is our risk.